Was geht ab, Leute von Nerdalert Games? Und willkommen zurück zu Resident Evil 7. Evelyn muss endlich aufgehalten werden. Auf geht's! Erstmal die Bomben mitnehmen. Denn die werde ich jetzt gleich schon gebrauchen. Die Viecher gehen mir nämlich dermaßen auf den Sack. Die schicke ich zurück in die Hölle. Scheiß Viecher! Oh! Nix, das hilft nicht. Wo ist das andere? Krabbelt rum. Haben dem nur die Beine weggenommen. Mein Gott, nee. Ich bin noch nicht mal so weit und verballer mir alles an Munition und alles an Heilung. Komm, wir stürmen. Wir stürmen, wir stürmen, wir stürmen. Da kommen noch Viecher da oben. Kannst du mich mal... Er wurde nicht getroffen. What the hell? Schön. Oder auch nicht. Oh, ich hab noch mehr. Diese dreckigen Viecher, ey. Die haben einen Willen zu kämpfen. Das ist Wahnsinn. Drücken wir das Ding endlich darunter. Mann! Boom! Geh noch mal extra hier hin, gucken, ob wir nicht noch Items haben, denn ich brauche die ganz dringend. Ganz dringend. In den hintersten Ecken wird noch mal geguckt. Ha, da bin ich fast reingelatscht. Oh mein Gott, gut, dass ich stehen geblieben bin. Ah, guck mal an, die Schweine. Aha. Geheimes Versteck, oder was? So ein paar Chemikalien und ein Kraut. Gesendet. Freitag, 16. Januar 2015. Gar nicht so lange her. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus. Sie ist auch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht, ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Das haben die in dieses Kind programmiert. Also sage ich ja, ein gescheitertes Experiment. Okay, 4. November. Mia, das Miststück ist immer noch irgendwo zwischen Eve, Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so, aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Vorsichtig, da tritt noch Gas aus. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihre Freakshow von der Familie hinzu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine scheiß Arbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinkram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Evie krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Ja, da stimmt irgendwas mit diesem Experiment nicht. Das sind kranke Schweine. Die man mit ihren Experimenten, wenn da nicht die Umbrella Corporation nochmal hintersteckt. Aber kann auch irgendwie nicht sein. Okay, ich gehe jetzt hier weiter in den Räume, aber ich war noch nicht da unten. Ich denke, da oben ist auch der richtige Weg. Ja, ja. Aber hier kann man ja nochmal ganz schnell nach Eintypisch gucken. Haha.
Oh, dämliche Brennstoffkraft-Dingens. Manche Spieler freuen sich jetzt, manche Spieler nicht. Ich. Brauchen wir mal gar nicht momentan. Infection Report. Da sind wohl ganz schön viele Leute dran. Erkrankt. Es ist abartig. Guckt euch das mal an. Ey, Nekrotoxin, E-Serie, Dosierungstest. 10 Minuten nach Dosis, tot. Und jetzt einfach Menschen getestet, wie krank. 12 Minuten nach Dosis, Kazifikation der Zellen. Boah, die sehen so echt aus, die Bilder. 5 Minuten nach Dosis, erbrechen. Ja, gebt einfach den Leuten mal irgend so einen kranken Scheiß. Da dürfte was Interessantes drin sein. Target acquired. Ziel erfasst. Da ist dieser Embryo wieder drin. Boah, das sieht so eklig aus. Ey, Nekrotoxin. Zerstört Zellmaterial aller Individuen. Okay. Individuen, die auf der E-Serie Biowaffe basieren. Nur für die Beseitigung von E-Serien-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serienzellen in den Nekrotoxin-Behälter. Nekrotoxin, das hört sich verdammt geil an. Necrotoxic. Okay, dann geben wir das hier rein. Die Gewebeprobe natürlich. Jetzt sollte es funktionieren. Und wir haben das Nekrotoxin geboren. Damit können wir Eevee ein für alle Mal neutralisieren. Dass sie so verdammt stark geworden ist. Hammer. Da auch mehr Reporte. Alles schwer vertraulich und schon geschwärzt. Da auch. Very confidential. Okay. Wir können hier nochmal speichern. Werde ich auf jeden Fall nutzen. Flammengranaten, hier wird es gleich mächtig knallen. Jo, habe ich noch ein bisschen Munition? Pistolenmunition. Ja, nee. Also ich habe noch starke flüssige Chemikalie. Daraus können wir noch was basteln. Zack, zack, zack. Zweimal stark. Ich kann sogar noch eine machen. Und dann sollten wir eigentlich irgendwas an Munition reinpacken. Nochmal Pistolenmunition. Wir haben so viel scheiß Pistolenmunition zum Schluss. Das ist ja übel. Wird mitgenommen. Ich überlege gerade, ob ich nicht irgendwas austausche, aber ich bin total zufrieden. Lassen wir, lassen wir, lassen wir. Die 5 da noch rein. Einmal kurz speichern. Ich möchte hier einen Speicherpunktstand, wie auch immer, haben. Nein, genau, ich möchte nicht speichern. 50%. Und dann treten wir Eevee ordentlich in den Arsch. Das wird genial. Okay. Alles gespeichert, alles gut. Starten wir die Show. Hier sind wir jetzt genau dahinter. Oh, verbesserte Munition. Weg damit. Sicher nehme ich die mit. Schade, ich dachte, durch diese große Haupttür geht's durch. Wäre episch gewesen. So richtig so, der kommt ein Boss. Bombe. Ich habe nicht genug Platz. Dann ist es eben so. Versuchen damit auszukommen und dann hinterher, hätte ich mal mitgenommen. Komm ich gar nicht durch. Krankes Miststück. Hör auf, so ein komisches Lied zu singen. Wir nähern uns. Durch den Stollen.
Hi. Stirb. What the hell, das kracht ein. Scheiße. Keine Zeit für diese Mistdinger. Ja, sicher. Weg hier. Oh, die wirft, glaube ich, alles noch auf uns, was sie hat. Hoch, komm, renn. Da kommen wir hin. Au. Mein Gott, ne. Oh. Ich hätte eine Schrotflinte equippen sollen. Das wird so nix. Das wird so nix. Oh. Deswegen brauchen wir die ganze Munition. Alter. Oh, viel zu viele. Ich will doch einfach nur hier durch. Nein, hier geht's zu Ende. Aber wir kommen hier weiter. Die lassen wir einfach mal hinter uns. Ganz schnell das Inventar aufräumen. Oh Mann. Da haben wir sowieso nichts mehr für. Denn dieses Ding ist jetzt angesagt. Oh nein. Bloater. Du aufgepumptes Mistviech. Das sind zwei. Hallo. Das Ding ist groß. Da kam ich noch nicht mal weg. Fuck. Nein, ich hoffe, ich muss nicht ganz von unten starten. Ich hoffe, das ist ein Checkpoint. Ah, ärgerlich. Ich habe ja vor, mehrere gleichzeitig zu platzieren, wenn das möglich ist. Aber ob das dann wieder so reinhaut, ich weiß es nicht. Ich denke, der letzte... Ja, sauber, wir sind hier. Ich denke, der letzte Kampf wird auch nicht so heftig werden. Das sind nur die Viecher, die auf uns geworfen werden. Komm, wir werfen das ein. Hätte ich schon viel früher machen sollen. Fucking hell. Zack. Oh, Eevee. Oh, Eevee, Eevee, Eevee. Ah, ich hätte hinrennen sollen. Bevor ich dann wieder drauf gehe. Hallo, oh mein Gott. Oh, das gibt's nicht. Ich gehe wieder drauf. Autsch. Oh oh. Da komme ich nicht mehr raus. Doch komme ich. Einer ist platt. Bleib zurück. Schrot ist heftig. Boah, die Fresse ist so zerballert. Ich habe leider keine Bomben mehr. Platt. Platt. Oh, fucking hell. Yes. So muss das sein. Moment. Habe ich es aufgehoben? Ich meine, ich habe irgendwas mit starkes Dingens gelesen. Oder war das ein starkes Arzneimittel? Ich glaube, das war's.
Boom, ba boom. Ba 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 bam. Maschinengewehrmunition, schön. Rennen wir da noch eben hoch, wenn wir es halt können. Okay. Sieht soweit ganz in Ordnung aus. Klettern wir die Leiter auch. Nur noch ein kleines Stück. Erklimmen wir die letzten Stufen. Auf geht's!